Toll, 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 toll. Ein wunderbarer Ausblick heute über das Schopautal vom Kunnerstein aus. Ja, wunderbar. Ja. Aber wenn ich hier diesen Grillplatz sehe, die Leute speisen ja manchmal hier. Ja. Weißt du, was ich zu DDR-Zeit gesehen, erlebt, bemerkt habe? Ja, Lenin war. Zur Zeit des Kalten Krieges. Ach so, nee. Dass die Russen die Amerikaner zum Fressen gern gehabt haben. Ach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Jetzt wird es wahrscheinlich politisch, hm? Oder? Die Russen haben die Amerikaner sowas von gern gefressen. Egal ob unten schwarz oder weiß. Oh, aber Sigrid, jetzt wird es noch anders als politisch. Ich glaube, dir macht die Hitze heute zu schaffen. Wieso? Du kennst wohl keine Amerikaner. Gibt's hier eigentlich noch? Ja. Über den Teich. Das ist sowas wie ein Kegel, so eine Pyramide. Und unten ist so Zuckerguss oder Schokolade. Ach, du meinst hier die Backware. Ja, die Backware. Das gab es ja zu DDR-Zeit, sowas wie Liebesknochen. Ja, die gibt es immer noch, die Backware. Dann Schweinsohren. Die gibt es auch noch. Ist eigentlich Diskriminierung. Wir sind den Schweinen so ähnlich. Oder die Schweine uns. Naja, dann, gehen wir zum Bäcker und sagen mal guten Tag, haben Sie Schweinsohren. Dann Sandtaler, ist das schon ein Hinweis auf das kaputte Bankensystem, Sandtaler. Und dann gab es Mummerköpfe. Mohrenköpfe darf man nicht mehr sagen. Nee. Und Nickerküsse. Ach, um Himmels gibt's Willen. Auch nicht mehr. Nee, wir blenden mal fast lieber aus, das ist langsam aber gefährlich. Aber andere gibt es noch. Und die kann man auch noch essen. Nee, dass hier unser Kanal gesperrt wird. Weißt du, Dieter, man braucht nicht zu grillen, man braucht nicht zum Bäcker. Man kann aus der Natur so schöne Pflanzen entnehmen. Schau mal, diese total hübsche Königskerze. Kannst du speisen. Ja, die sehen auch schön aus da drüben, die Blümchen. Ja, aber roten Fingerhut musst du allerdings verzichten. Es sei denn, du willst jemand Sterbehilfe gewähren.